Noch wird der neue Sternprojektor Chronos 2 geheim gehalten. Die Techniker aus Frankreich und Japan sind momentan dabei, die neue Projektionsanlage aufzubauen. Gestern wurde die Technik in Cottbus angeliefert. Das Modell kommt aus Japan, das passende Videosystem aus Frankreich. Der alte Sternprojektor wurde zur Eröffnung 1974 eingebaut. Mittlerweile hat das Gerät aber ausgedient. Der neue Sternprojektor wird auf jeden Fall sicherer laufen. Das hofft zumindest Planetariumsleiter Gerd Thiele. Es gibt in Deutschland eine ganze Reihe auch sehr moderner Planetarien. Und das sind meistens auch Häuser, die sogar ein bisschen größer sind als das Cottbusser und die Ähnliches können. Wir sind allerdings das erste Haus in Deutschland mit dieser japanisch-französischen Technik. Wir haben uns dafür entschieden, weil die uns also sowohl von der Bedienbarkeit her als auch von der Darstellungsmöglichkeit sehr überzeugt haben. Mit dem Projektor lässt sich dann nicht mehr nur der Sternhimmel allein zeigen. Virtuelle Welten und kleinste Atome werden für die Besucher greifbar gemacht. Während der Projektor eingebaut wird, tut sich im Planetarium noch mehr. Seit Anfang des Jahres ist das Gebäude eine Großbaustelle geworden. Von Foyer bis Sanitäranlagen wird hier alles saniert. Wir werden komplett behindertenfreundlich. Und was für die Besucher vielleicht auch sehr angenehm sein wird, auch die Außenanlagen werden erneuert und repariert, denn die ließen doch ganz schön zu wünschen übrig in den letzten Jahren. Spätestens im Juni soll der Umbau abgeschlossen sein. Dann steht das Planetarium wieder für jeden offen.